Hallo an alle. Ich war letzte Woche im Urlaub und nein, eigentlich war ich diese Woche im Urlaub, bloß das letzte Wochenende. Und ich habe euch so ein bisschen mitgenommen, aber nicht so, dass es ein normaler Vlog werden könnte. Deswegen filme ich jetzt dieses Intro. Ich hatte schon mal ein Intro gedreht, das war aber im Wald und man hat super viel Grillenzirpen hören. Ich bin alle 2 Meter über den Stock gestolpert. Das lasse ich weg. Ich dachte, ich mache ein neues Intro zu Hause, wieder ein bisschen gesetzter. Ich bin gestern wieder heimgekommen. Und das Intro nur vorweg, weil es kein Vlog wird wie die Irland-Vlogs oder ein Vlog, wo ich euch irgendwie krass mit auf Reisen nehme. Einfach auch, weil ich mit Nicht-Online-Menschen verreist bin. Und Sinn des Videos sind 2 Dinge. Erstens, und das wird am Anfang kommen, dann können alle anderen, die keinen Bock auf den Rest haben, nämlich abschalten. Erstens nehme ich euch mit an einen Schauplatz meines Buchs. Der spielt eine Rolle im, ich weiß nicht mehr wievielten Kapitel, so in einem der ersten Kapitel. Deswegen ist es auch kein großer Spoiler oder so. Aber ja, bin ich hingewandert. Und habe euch mitgenommen sozusagen, das werde ich gleich reinschneiden. Und der Rest des Videos hat einen sehr, sehr großen Laberanteil, der vielleicht viele von euch nicht interessieren wird. Das werdet ihr dann mitkriegen. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr dann geht. Und da geht es einfach so ein bisschen darum, wo es mit dem Kanal hingehen soll. Also sei es jetzt YouTube oder Instagram oder der Blog oder generell alles, was ich gerade so mache. Ich denke da in letzter Zeit sehr, sehr viel drüber nach, weil ich einen zu hohen Workload habe, den ein bisschen reduzieren will. Sowas wie heute so einen Sonntag frei nehmen. Ich habe heute nicht frei, aber ich werde mir einen halben Sonntag frei nehmen. Und ich würde gerne dahin kommen, mir irgendwann einen ganzen Sonntag frei nehmen zu können. Und trotzdem noch so einen kreativen Output zu haben, neben der Arbeit und so. Und da habe ich irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr viel drüber nachgedacht und habe versucht es für euch zu sortieren. Ich habe den Teil gestern schon geschnitten. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen chaotisch, aber wir legen jetzt einfach los und erstmal geht es wandern. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran mitzukommen. Mitten im Wald wandern. Wie ihr seht, es ist nichts und niemand da. Das ist eine Lüge, da hinten quatschen Leute. Und wir sind gerade, ich habe nicht mitgezählt, ich wollte es mir noch ergoogeln, super viele Treppen gelaufen. Also wirklich, ich weiß nicht, auf wie vielen Höhenkilometern wir jetzt sind. Gefühlt sind es 200. Und es waren nur Treppen, Treppen, noch mehr Treppen, noch ein paar mehr Treppen, sehr, sehr enge Treppen, sehr, sehr nasse Treppen und Treppen. Und jetzt sind wir fast angekommen. Ich möchte euch heute nämlich mitnehmen zu einer Stelle, die auch in meinem Buch vorkommt. Und ja, da wandern wir jetzt gerade hin. Und in meinem Buch habe ich es als sehr, sehr anstrengend beschrieben und ich hätte einfach noch mal ein bisschen mehr übertreiben können, weil es ist sehr, sehr viel anstrengender, als ich es mir ergoogelt habe. Aber wir sind jetzt fast da, hoffe ich. Und dann zeige ich euch das. Und dann müssen wir wieder runter. Ja, und dann nehme ich euch die nächsten Tage noch ein bisschen mit. Aber das hier war so der Ort, den ich euch am dringendsten zeigen wollte. Und jetzt geht's weiter, bevor ich müde werde und aufgebe. Gefallen? Habe ich mir jemals was gebrochen, weil ich gefallen bin? Musste ich jemals operiert werden, weil ich mir was gebrochen habe? Du läufst doch einfach zu langsam. So, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir, wie ihr gerade gesehen habt, an der Stelle waren, die im Buch vorkommt. Und es war richtig schön. Und jetzt müssen wir all die Treppen wieder runterlaufen. Aber runter ist definitiv angenehmer. Jetzt bleibt die Frau im Weg stehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder am Herabsteigen, Stunden später. Und es war irgendwie halt voll schön, weil ich es ja geschrieben habe, ohne jemals hier gewesen zu sein. Ich meine, ich habe super viel recherchiert und werde jetzt auch noch so 1, 2 Kleinigkeiten ändern, perfektionistisch wie ich bin. Und ich freue mich jetzt auch schon drauf, das nächste Mal wieder nach Berlin zu können, weil gerade bei Band 2 jetzt musste ich ja super viel sehen, in der Uni schreiben, an den Instituten. Und ich würde halt echt gerne nochmal hin, einfach um zu gucken, ob, keine Ahnung, die Farbe der Hörsaalstühle passt oder so, so Kleinigkeiten halt. Und ja, und wie immer hat es mich sehr, sehr glücklich gemacht, rauszukommen und in die Natur zu kommen. Und wir sehen uns die Tage nochmal. Sorry, dass ich nicht in die Kamera gucke. Ich habe Angst, mich hinzulegen. Ja, das war die kleine Wanderung ins Elbsandsteingebirge. Ich sage klein, ich war eine ganze Woche unterwegs und es war echt sehr, sehr anstrengend. Also falls ihr da hingeht, gutes Schuhwerk. Ich hatte auch die fetten Wanderschuhe dabei und die sind auch echt nötig. Falls ihr da generell hinwandern wollt, würde ich euch werktags empfehlen. Wir waren werktags da. Ich glaube, Wochenende wäre da so überlaufen. Gerade jetzt, wo alle innerhalb Deutschlands verreisen, wäre es, glaube ich, viel zu voll gewesen. Aber die Strecke ist wunderschön. Man geht da durch die ganzen Treppen, die ihr gesehen habt, das nennt man Schwedenlöcher oder der Platz nennt sich Schwedenlöcher.
Und es sind wirklich sehr, sehr viele bis nach oben. Aber es hat sich gelohnt. Die Aussicht war super. Wir hatten wahnsinniges Glück im Wetter, wie ihr gesehen habt. Und ja, war einfach wunderschön. Und dann sind wir halt noch eine Woche lang einfach eigentlich jeden Tag gewandert, aber eben dort in der Gegend rum. Ich hatte das große Glück, dass ich diesen Urlaub letztes Jahr schon geplant habe und deshalb nichts ausgefallen ist wegen Corona. Ich wollte dieses Jahr sowieso mehr in Deutschland verreisen und habe dann letztes Jahr halt schon Reisen in Deutschland geplant, weil mein CO2-Abdruck die letzten 2 Jahre, allein dadurch, dass ich in Irland gelebt habe, und war alles sehr, sehr viel Fliegerei, und deshalb wollte ich ein bisschen mehr dort verreisen. Und ja, habe dann beim Schreiben auch entschieden, das, also eine Szene dort spielen zu lassen, und es war sehr, sehr schön. Und dann 2, 3 Tage später oder so bei einer Wanderung folgt besagtes Laber-Video. Ich hoffe, es ergibt Sinn. Da habe ich dann einfach so ein bisschen sinniert darüber, wo es hingehen soll. Und es klingt so ein bisschen, als hätte ich das einfach so from scratch gesagt, aber tatsächlich beschäftigt mich das seit ein paar Wochen und ich bin, glaube ich, noch so am Herausfinden, wo es hingeht. Und es ist auch vollkommen okay, aber ich dachte, ich gestalte es einfach so offen wie möglich, weil auch immer so Nachrichten kamen, wie es jetzt mit Blog und Instagram weitergeht, wenn ich Bücher schreibe, ob ich trotzdem noch Rezensionen schreiben werde. Es kamen Fragen, wie es mit YouTube weitergeht. Ich habe YouTube ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und dafür läuft es echt gut, finde ich. Also gerade das Fantasy-Video hat, ich glaube, 28.000 Klicks oder 18.000, ich will es nicht übertreiben. Es hat auf jeden Fall wesentlich mehr Klicks, als ich Abonnenten habe. Und das ist irgendwie voll schön, dass der Content auch ankommt. Und ich würde es gerne viel, viel mehr machen, aber dann ist wieder das Zeitproblem da. Und dieses Ganze, ich will mehr, aber habe nicht mehr Zeit. Darum geht es jetzt in dem Gelaber. Go! Hello zu einem neuen Tag. Ich habe mich etwas zurückfallen lassen, um mit euch zu reden, weil ich das ja noch machen wollte seit 2 Tagen. Ich glaube, dieses Video wird einfach super chaotisch, aber das ist okay. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt schon erzählt habe. Falls was doppelt ist, versuche es rauszuschneiden und es werden sehr, sehr viele Schnitte folgen. Tut mir leid. Ich bin gerade im Urlaub und wollte die Zeit so aktiv ein bisschen zum Nachdenken nehmen, auch zum Plotten und so Dinge tun, Projekte abarbeiten, die mir Spaß machen. Jetzt habe ich schon wieder abarbeiten gesagt, das passt nicht so gut zu Urlaub zusammen. Gucken, dass ich meinen Anhang nicht verliere. Aber ja, wollte einfach so ein bisschen ein Update geben, was in der nächsten Zeit so ansteht, wo es hingehen soll mit dem Kanal, mit den Büchern, dem Blog, Instagram, Twitch und allem, was so ansteht an Dingen. Und dachte, ich nutze den Urlaub, um einen kleinen Laber-Vlog zu machen und euch so ein bisschen ein Update zu geben, weil ich ja ursprünglich gesagt habe, dass jetzt alle 2 Wochen ein Video kommen wird. Ihr habt ja schon gemerkt, dass das nicht geklappt hat. Und es liegt einfach daran, dass ich mir super viele Projekte ausdenke, auf super viele Dinge Lust habe und aber gar nicht die Zeit habe, alle mit 100% anzugehen, was irgendwie ganz logisch ist, weil man ja nur 100% hat und entweder man steckt die 100% auf eine Sache oder man muss alles ein bisschen abknapsen. Was ich damit sagen will, es ist halt nicht möglich, 50 Projekte zu machen und allen 100% zu geben. Und das ist was ich in letzter Zeit super schmerzhaft lernen musste. Und ja, es deshalb halt vorne und hinten nicht gepasst hat mit der Zeit und mit den Dingen, die ich so machen wollte. Und ja, deshalb wollte ich euch ein kleines Update geben. Ja, deshalb ein kleines Wandervideo, in dem ich darüber rede, wo es hingehen soll die nächsten Wochen, Monate, keine Ahnung. Es ist nämlich bei mir immer so, dass ich so diese typische Sache mache, dass man sich am Anfang des Jahres wie so eine Art Bucketlist schreibt. Und ich halte mich auch immer dran, ohne dass ich jetzt krass auf die Liste gucke oder so, aber einfach so Ziele, die ich für das Jahr habe, und meine wurden durch Corona ein bisschen durcheinander gewürfelt. Es wäre eigentlich eine sehr lange Amerika-Reise drin gewesen und so, und die habe ich dann gestrichen und mir letztens so neue Ziele gesteckt. Und mit drauf standen halt auch so Sachen wie mehr YouTube, mehr Twitch, was ja geklappt hat. YouTube hat nicht geklappt, das mit dem Klappen war mehr auf Twitch bezogen, weil ich weiß, dass ich, wenn ich mehr Zeit da reinstecken würde, also jetzt gerade bei YouTube, wenn ich jede Woche ein Video hochladen würde, sehr, sehr viel mehr und schneller wachsen könnte. Ich habe halt nur gemerkt, dass das nicht mehr so ganz meine Prio ist. Ich liebe YouTube-Videos machen, ich liebe YouTube-Videos schneiden. Es macht mir wahnsinnig Spaß, es macht mir manchmal sogar mehr Spaß als schreiben, weil man einfach sehr, sehr schnell Feedback bekommt. Ich laufe Treppen und habe Angst, dass ich hinfliege. Und deshalb werde ich auch nicht damit aufhören. Ich werde auch nicht mit Instagram und Blog aufhören. Aus genau dem einfachen Grund, es ist halt einfach was, wo die Arbeit sehr, sehr schnell Feedback erhält. Während ich bei einem Buch, ich arbeite jetzt seit einem Jahr daran und habe natürlich Testleser-Feedback und Lektoren-Feedback, aber es ist nicht das Gleiche und ich glaube, es ist gerade so viel Wind, als dass ihr mich noch verstehen könnt. Ja, auf jeden Fall das nur kurz zur Erklärung, warum es wird auf jeden Fall weiterhin YouTube kommen, die Bookshelf-Tour wird kommen,
Es wird weiter Videos geben, sage ich mal ganz normal, also eben in meinem nicht geregelten Turnus, dass ich immer mal was hochlade und mich freue, wenn sich es Leute anschauen. Und es wird aber ein Spaßprojekt bleiben. Also ich werde jetzt nicht versuchen, da krass was draus zu machen. Sage ich jetzt, mal gucken, was die Zukunft bringt. Einfach, weil es mir dann Druck machen würde. Und wenn ich eine Sache in den letzten ein, zwei Jahren gelernt habe, dann, dass ich mich sowieso viel zu sehr stresse wegen allem, viel zu perfektionistisch bin und zu viel arbeite. Das, ja, soll dem so ein bisschen entgegenwirken, dass es halt Hobby bleibt. Ähnlich halt bei Twitch, wo ich ja anfangs dann auch dachte, okay, 4 feste Streamtage und feste Zeiten zum Streamen. Und es ist halt eigentlich Schwachsinn. Ich streame jetzt erst seit ein paar Wochen und habe mir irgendwie schon so einen Druck damit gemacht. Und das nimmt zwar den Spaß nicht, aber es macht den ganzen Alltag irgendwie stressiger. Genau, was es aber noch geben wird, da hatte ich euch abstimmen lassen auf Instagram vor einer ganzen Weile, ob es Gaming-Videos auf Stehblüten, also hier geben soll, oder auf einem extra Kanal. Es war 50-50 und ich hatte dann erst überlegt, alles hier hochzuladen. Aber ich glaube, mich würde es nerven, wenn ich für Buch-Content oder so Lifestyle da bin und dann kommt ständig irgendwas mit Gaming, wobei ständig jetzt auch relativ ist. Es wird da auch mal alle paar Wochen was geben, denke ich. Und ja, deshalb wird es einen neuen Kanal geben, Nerven aus Stiel. Er existiert schon, aber es ist noch nichts hochgeladen. Und es wird mehr so Highlights aus den Twitch-Streams, vielleicht mal ein ganzes Gameplay und sowas sein. Ich werde jetzt nicht irgendwie krassen extra Content dafür produzieren. Eigentlich war das jetzt sehr, sehr viel Gelaber dafür, dass ich... Ja, ich weiß nicht, ich muss mich wahrscheinlich gar nicht rechtfertigen, weil ihr alle sehr, sehr viel entspannter seid als ich. Aber das nur zur Erklärung. Und was auch noch kommen wird, das fange ich jetzt quasi schon an, es wird aber ein super aufwendiges und zeitlich aufwendiges Video vor allem, ist, dass ich euch so ein bisschen im Entstehungsprozess der Bücher mitnehme. Also jetzt gerade bei Band 3 auf jeden Fall, bei Runaway von, ich sage jetzt mal dem Feinplot, den ich jetzt anfange. Genau, also halt bei Runaway oder auch bei den Projekten, die ich jetzt plane, so ein bisschen... Ja, vom Exposé schreiben bis zum fertigen Buch, was aber halt so ein Jahr lang dauern wird. Und ich meine, es wird dann immer mal wieder wahrscheinlich Updates geben, aber es wäre halt cool, wenn ich am Ende so ein vielleicht auch ziemlich langes Video, vielleicht auch in 2, 3 Episoden habe, wo ihr den ganzen Entstehungsprozess sehen könnt. Aber natürlich kann ich da jetzt noch nichts hochladen, weil ja noch nichts unter Vertrag ist und so. Ich weiß, dass das super viele Leute interessiert. Da kommen immer wieder Fragen und ich dachte, das ist ein bisschen cooler als irgendwie ein normales Q&A. Vielleicht nicht ganz so interessant für euch auf YouTube, aber ich werde auf... habe mir für Twitch jetzt noch so ein paar Sachen überlegt. Ich würde gerne mehr Sims machen. Wir hatten ja testweise jetzt schon mal dieses Sims Meets New Adult, wo wir von Laura Kneidel Someone New nachgemacht haben. Das würde ich gerne mit Feeling Close To You machen, gerne mit meinem Buch. Ich würde auch gerne euch eine Challenge stellen, dass ihr die Charaktere aus meinem Buch bei Sims macht. Sowas auf jeden Fall. Und gern so diese ganzen Sims-Challenges, die man so kennt. Sei es jetzt die Homeless-Challenge oder Disney-Challenge-Auto. Und auf Blog und YouTube hätte ich gern mehr so, also vor allem jetzt auf den Blog bezogen, weil da momentan hauptsächlich so die Videos kommen und vielleicht ab und zu mal eine Rezension, die ja aber sowieso nicht so viel geklickt werden. Das war ja schon immer so. Und ich würde gern mehr themenbezogene Sachen machen. Ich lese gerade super viel im Bereich Feminismus, schon allein jetzt für die Trilogie, die ich gerade schreibe, aber auch so sehr viel spezifisches, einfaches Interesse. Gerade lese ich Invisible Women, was super spannend ist. Da geht es einfach so darum, das führt jetzt wahrscheinlich schon viel zu weit, aber wie viele Produkte eigentlich für Männer, also von Männern für Männer gestaltet werden. Und wir Frauen nutzen die logischerweise ja mit, sei es jetzt ein Handy oder keine Ahnung, alles Mögliche eigentlich. Und da geht es auch so ein bisschen darum, wie Daten erfasst werden und Algorithmen auf Männer ausgelegt. Es ist super spannend, aber halt so themenbezogene Sachen würde ich gerne mehr machen und darauf so Beiträge aufbauen. Das heißt, dass jeder Beitrag sehr viel mehr Arbeit wird als jetzt eine einfache Rezension und dadurch natürlich auch nicht so einer hohen Frequenz kommen wird. Aber es hat für mich dann irgendwie mehr Mehrwert. Ich hasse dieses Wort mittlerweile, aber ja. Und genau, das ist der Plan. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich habe Twitch abgehakt, YouTube abgehakt, Zweitkanal abgehakt, den ich euch unten verlinke, aber ich habe ein Profilbild drin, mehr noch nicht. Ich habe nicht mal einen Banner. Dann genau so Kleinigkeiten wie der Merch-Shop sind noch gekommen, aber da wird noch ein bisschen mehr auch mit Buchbezug kommen. Da hatte ich nur noch keine Zeit für. Mike und ich haben mal rumgesponnen, ob wir einen Podcast machen wollen, aber ich habe das Gefühl, jeder macht gerade einen Podcast, weil Corona, also mal gucken, ob wir es durchziehen. Bücher schreibe ich noch. Ich glaube, das war's. Jetzt seht ihr mich, glaube ich, eh nicht mehr wegen Sonne. Deswegen bis später. Was war das für ein Move? Ich habe das noch nie gemacht. Das war gerade so ein bisschen Dragon Ball. So, und willkommen zurück. Ich drehe euch jetzt noch ein super professionelles Outro, damit das Ganze so einen kleinen Rahmen bekommt. Ich hoffe, ich habe mir das Fertigvideo ja zum jetzigen Zeitpunkt logischerweise noch nicht angeguckt. Ich habe nur gestern Nacht noch
einzelne Schnipsel zusammengeschnitten, die ihr jetzt schon gesehen habt. Und ich hoffe, alles ergibt irgendwie Sinn. Wenn nicht, tut's mir leid. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Der eben angesprochene Vlog von wegen Band 3 und euch ein bisschen mitnehmen. Schreibt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch generell gerne schreiben, was euch am Schreiballtag interessiert. Also ich hätte gern einmal eben dieses Band 3 Vlog sozusagen. Und eins wäre halt cool. Ich plotte gerade tatsächlich an der neuen Reihe, wenn man euch von Anfang bis zum Ende mitnehmen kann. Es ist ein bisschen geschummelt, weil ich das Exposé schon abgeschickt habe, aber sonst mache ich es beim nächsten Buch oder so. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet oder wenn ihr Wünsche habt, wie immer. Ich verabschiede mich jetzt mit diesem doch etwas chaotisch gewordenen Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich glaube, das wird eine This or That Edition nochmal, aber mit normalen Fragen, nicht buchbezogen. Und dann, versprochen, kommt endlich bald die Bookshelf-Tour. Ich habe schon angefangen, Texte zu schreiben dafür, aber ich habe sehr, sehr viele Bücher, es wird echt viel. Und ich glaube, es werden wahrscheinlich so 4-5 Videos oder so, damit ihr nicht irgendwie eine Stunde zugucken müsst. Das wird Arbeit, aber ich freue mich drauf und bis dann. Ciao.